Also der schwarze Rettich gehört zwar immer zu unseren alten Gemüsesorten dazu, die bei keinem Bauern gefällt haben. An und für sich war das immer so, wenn es ein Schäpsers gegeben hat oder einen Schweinsbraten, dann war einfach ein Rettichsalat das Wichtigste, das als Beilage, das dazugehört hat. Was hat der so Gutes? An und für sich hat er auch wieder dieses Senföl, Glykoside drinnen, die für unsere Verdauung ganz wichtig ist. Manche jammern zwar, dass es ein bisschen blöd, was tut man dann rein? Ein bisschen an Kümmel und dann ein bisschen an Sauerrahm, dann schmeckt er richtig gut und kann ihn also so gut also dazu essen. Der Rettich ist aber ein ganz altes, gutes Hausmittel für Husten. Man höhlt den Rettich da aus. Dann sticht man da mit einer Stricknadel ein Loch durch. Dann füllt man das praktisch mit einem Candiszucker oder einem Honig. Und dann tropft der Saft da langsam raus. Und das ist gut für einen Husten und für die Bronchien, dass man gleich wieder gesund werden.